Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mir wieder zusammen mit euch meine Neuzugänge von vor einem Jahr anschauen, um festzustellen, welche Bücher ich noch nicht gelesen habe, ja, und welche ich vielleicht demnächst mal lesen sollte. Letzten Monat gab es kein Video in dieser Form, weil ich vor einem Jahr im Juni keine Neuzugänge hatte. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich daraufhin, weil ich eben keine Neuzugänge hatte, einige Rezensionsexemplare angefragt. Und ich glaube, dass die jetzt in diesem Video kommen werden. Und normalerweise habe ich ja Rezensionsexemplare immer recht schnell gelesen. Von daher hoffe ich, dass es diesmal ein ganz guter Schnitt wird. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, was ich zu sagen habe. Es sind 6 Bücher. Okay, 4 Rezi-Exemplare oder insgesamt 6 Bücher könnte eigentlich ganz gut für mich ausgehen. So. Als erstes, Der Junge von Alex Dahl habe ich gelesen, mochte ich auch wirklich ziemlich gerne. Also es war so ein Buch, es war jetzt am Anfang nicht mega spannend, aber als ich dann über so einen gewissen Punkt drüber war, fand ich es wirklich ziemlich gut. Und es war tatsächlich ein Buch, was mir so ein bisschen auch Tränen in die Augen getrieben hat, weil es am Ende eine Szene gab, die ich auch in Filmen zum Beispiel, die mich immer zum Weinen bringt einfach, und das war bei Der Junge auch so und ich mochte es ganz gerne. Genau, hier geht es einfach um einen kleinen Jungen, der ist glaube ich 9 oder 10 und der taucht plötzlich in einem Dorf auf, keiner hat ihn irgendwie vorher gesehen und scheint auch irgendwie keine Eltern zu haben und dann taucht eine Frau auf, wo er dann behauptet, dass sie seine Mutter ist, aber diese Frau ist halt tot und genau, dann versucht eben eine Frau, also eine Mutter von, ich glaube, 2 Töchtern herauszufinden, wer das Kind ist, beziehungsweise sie hat ihn irgendwie aufgenommen, aber sie will nicht so richtig rausfinden, wer er ist, weil, ja, er ihr irgendwie bekannt vorkommt. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber das habe ich auf jeden Fall gelesen. So, nächstes Buch. Das nächste ist Lieblingskind von C.J. Tudor, auch das habe ich gelesen. Hier kann ich gar nicht sagen, um was ging es denn? Doch, es ging um ein junges Mädchen, was verschwunden ist. Die war, glaube ich, auch erst 4 oder so und die ist dann wieder aufgetaucht. Und der Bruder hat immer gesagt, das ist nicht mehr meine Schwester, die ist irgendwie ganz anders. Und sie sah aber halt noch genauso aus und an sich, ja, hat ihm auch keiner so richtig geglaubt, dass es halt irgendwie was anderes ist. Und ja, hat sich irgendwie eine Richtung entwickelt, die ich jetzt nicht so hundertprozentig mochte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber schlecht fand ich es nicht. So, das nächste Buch. Du bist in meiner Hand von Mary Higgins Clark. Auch das habe ich gelesen. Ja, ist auch ein Rezensionsexemplar. Hier kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, um was es geht. Also, ich weiß ungefähr, was am Ende passiert ist, aber das kann ich euch jetzt schlecht sagen. Ich fand es jetzt auch nicht so schlecht, aber ich habe mich, glaube ich, mega darüber aufgeregt, dass es so dünn ist, beziehungsweise, dass so Seiten einfach frei waren. Also, es gab mega viele leere Seiten da drinne und das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ansonsten habe ich gelesen. So. Noch ein Rezensionsexemplar. 21 Dunkle Begleiter von Wolf Dorn. Auch das habe ich gelesen. Zusammen in einer ganz tollen Leserunde damals. Es hat uns alle nicht so richtig überzeugt. Also am Anfang fand ich es super spannend, aber auch das ging halt in unterschiedliche Richtungen, von denen wir alle nicht so begeistert waren, ehrlich gesagt. Und deswegen, ja, sind alle Bücher, die ich bisher gezeigt habe, tatsächlich auch wieder ausgezogen. Genau, so, schauen wir mal weiter. Das wird ein ziemlich schnelles Video hier, scheinbar. So, noch ein Buch. Über Vorablesen, Kalte Wasser von Melanie Golding. Auch das habe ich gelesen und auch das habe ich wieder aussortiert. Das ging auch so ein bisschen in so eine Mystery-Richtung, was nicht so ganz meins war. Prinzipiell ging es aber darum, dass eine Mutter Zwillinge bekommen hat. Die Zwillinge sind irgendwie verschwunden, also wurden scheinbar entführt. Sie sind dann wiedergefunden worden und dann hat die Mutter auch behauptet, dass es nicht, das sind nicht ihre Kinder. Also ähnlich wie bei Lieblingskind von der Grundthematik her sozusagen. Genau, ja, war jetzt nicht schlecht, aber war auch nicht die Wucht. Von daher auch das habe ich wieder aussortiert. Und dann müssten wir ja schon wieder bei einem Buch sein. Also es läuft sehr gut bisher, habe ich alle Bücher gelesen und auch schon wieder aussortiert.
Mal gucken, was das letzte Buch ist. Ich habe gerade gesagt, ich habe es gekauft. Zerbrochen von Michael Tsokos. Genau, das hatte ich. Ich weiß gar nicht, wo ich das gekauft habe. Aber das Buch habe ich gelesen. Habe ich das gelesen? Also es steht auf jeden Fall noch hier. Ja, doch. Es ist noch da, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Und hat mir ganz gut gefallen. Es ist der letzte Teil einer Trilogie, wo ich jetzt den ersten und den letzten gelesen habe. Also der in der Mitte fehlt mir noch. Ja, mochte ich ganz gerne, aber da hat mir so ein bisschen, muss ich sagen, das, na, das Rechtsmedizinische gefehlt, was sonst so bei Michael Tsokos eigentlich drin ist. Also da war das ein bisschen weniger, aber trotzdem war es jetzt kein schlechtes Buch und wie gesagt, das steht auch noch hier. Und ich glaube, das war es auch schon. Ja. Ich habe tatsächlich mal sechs Neuzugänge gehabt, die ich jetzt auch schon gelesen habe. Was aber wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet ist, dass fast alles Rezensionsexemplare waren und die versuche ich ja doch recht zeitnah irgendwie wegzulesen, damit die nicht ewig hier rumstehen. Ja. Das war jetzt ein sehr, sehr kurzes Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Sagt mir gerne mal, ob ihr die Bücher schon gelesen habt, ob ihr sie kennt, wie sie euch gefallen haben. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten freue ich mich über jedes andere Kommentar, was ihr mir da lasst und wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ciao!